Zunächst einmal, liebe Geschwister, möchte ich etwas klarstellen, was letzte Woche missverständlich gewesen ist. Ich hatte dem Bruder Munir gesagt, er sollte nicht nochmal reinkommen und nicht nochmal falsch parkende Autos hier ansagen. Das war ein beabsichtigter, lehrreicher Scherz meinerseits gewesen, weil natürlich muss er reinkommen und natürlich muss er falsch parkende Autos hier ansagen, denn es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Falschparker hier zum Gebet kommen und wie gesagt in der Eile einfach übersehen haben, dass sie falsch geparkt haben. Von daher die Geschwister, die draußen die Parkplätze anweisen und auch ja, leider regelmäßig hier hineinkommen und darum bitten, dass Autos herausfahren mögen, dass Fahrer ihre Autos herausfahren mögen. Das ist ihre Aufgabe, die zu unserer Pflicht auch zählt, da wir die Rechte des Nachbarn natürlich auch während der Chutba wahren müssen. Gerade während der Chutba, da wir das praktizieren, was wir predigen. Also in den Predigen müssen wir umso mehr das praktizieren. Das abgehakt, liebe Geschwister, möchte ich mich sozialwissenschaftlichen Studien anhand des Koran widmen. Denn wenn Allah Ta'ala im Koran über vergangene Gesellschaften berichtet, dann nicht zu unserem Zeitvertreib, sondern dass wir dann entsprechende Lehren für unsere jeweilige Lage ziehen. Das heißt nicht, dass es dann immer eine Gleichsetzung geben muss in Bezug auf die jeweilige Lage, aber dass man bis zu einem gewissen Grad, ja, situativ zugeschnitten, eine Lektion mitzunehmen hat. Und sei es, dass man sagt, das trifft auf unsere Situation gerade nicht zu, aber Allah Ta'ala, er gibt uns quasi die Parameter, die Kategorien und die Grundsätze vor, die wir vergleichen müssen mit unserer jeweiligen Lage. Ja? Und auch auf Vergleichbarkeit prüfen müssen in Bezug auf unsere jeweilige Lage. Denn, liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Allah Ta'ala sagt, aber nein, der Mensch, er übertritt mal wahrlich das Maß. Er überschreitet Grenzen, wenn er sich für unbedürftig hält. Wenn er sich nicht gegenüber Allah Ta'ala und seinem Schöpfer für bedürftig hält, ist der Mensch eben, ja, im Begriff, Grenzen zu überschreiten. Und es gibt zwei Motive, liebe Geschwister, warum Menschen Grenzen überschreiten. Eines kann man, ja, im Bauch, in den Trieben verorten und das andere im Herzen, wobei das Erstere natürlich immer mit dem Letzteren zusammenhängt. Denn unser Herz, liebe Geschwister, ist, wie Al-Razali es trefflich formulierte, der König unseres Körpers. Das Herz kontrolliert uns letztendlich insgesamt und hat einen Effekt auf alles Weitere in unserem Leben. Allah Ta'ala nennt diese beiden Motive im Koran. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Und die Zauberer, die Täuscher, die Blender, sie kamen zum Pharao und sagten, wir bekommen doch sicher Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Sie wollen Geld, Kohle, um zu essen, um ihre Triebe auszuleben, um ihre Leidenschaften zu verwirklichen. Und der Pharao, der ein Menschenkenner gewesen ist, er sagte, so wird es sein und ihr werdet, das ist das andere Motiv, was den Menschen maßgeblich prägt, und ihr werdet zu den Nahestehenden gehören. Wenn man also nicht das Verlangen hat, Allah Ta'ala nahe zu stehen, dann gibt es ein Vakuum im Herzen. Und so wird man sich einer anderen Sache spirituell widmen, seelisch widmen. So wie man sich eigentlich nur Allah Ta'ala widmen darf. Und die Mu'minun, wie Allah Ta'ala im Koran beschreibt, und sie werden Allah immer stets mehr lieben, als andere, die anstelle Allah Ta'ala etwas zu ihrem Liebesobjekt genommen haben. Aber selbst diese Art des Liebeserweises gebührt eigentlich nur Allah Ta'ala,
dem Erhabenen. Wenn wir uns die verschiedenen Player, die verschiedenen Bausteine in dieser Mustergeschichte anschauen, werden wir feststellen, es gibt die politische Elite. Es gibt den Pharao und seinen Herrschaftsapparat, ja, mit Haman. Das ist ein Baustein. Und neben der politischen Elite gibt es die geistige Elite, die Zauberer. Auch sie haben ihre Funktion in der Gesellschaft. Und es gibt die wirtschaftliche Elite, Qarun, gleichzeitig auch Angehöriger einer Minderheit, aber mit einer besonderen Funktion, auf die werden wir noch später zu sprechen kommen. Und es gab sie damals bereits, nämlich die Medien. Die Medien auch mit ihrer Funktion in der Gesellschaft. Es gab die einfache Bevölkerung und sie spielt kaum eine Rolle. Zwischen den Zeilen spielt sie eine Rolle im Koran, was auch ein Hinweis ist, um bereits diese Gruppe abzuhandeln. Bevölkerungen tendieren dazu, passiv zu sein. Die Tendenz besteht, wie aus der Geschichte Musas auch zu entnehmen ist, da die einfache Bevölkerung keine große Rolle gespielt hat dort. Ja, sie hätten natürlich das System ändern können, hätten sich auflehnen können gegen den Pharao und seinem Unrechtssystem. Aber sie taten es nicht. Weil Bevölkerung, sie tendieren dazu, die Tendenz besteht, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, beziehungsweise gibt es sehr viele Unterregeln. Ja, so wie in der französischen Sprache gibt es nicht Regeln und dann nochmal Ausnahmen, sondern ja, viele, viele, viele Regeln. Ja, und dann haben die nochmal ihre Ausnahmen. Und es gibt die muslimische Bevölkerung, was dem Belesenen keine Überraschung ist. Ja? Huwasammakumul muslimina min qabl. Denn Allah Ta'ala, er nannte euch bereits zuvor Muslime. Ja, das heißt, die Anhänger der jeweiligen Propheten, auch sie haben durch ihr Bekenntnis den Islam angenommen. Ja? Wafi hadha, und in diesem, und damit ist der Koran gemeint, also die Anhängerschaft des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, wird im Koran eben auch als muslimisch bezeichnet. Zum Pharao und zum Herrschaftsapparat, das heißt die Menschen, die tendenziell oder die per Fitra grenzüberschreitungsanfällig sind, wie kann ein politisches System, und das ist wie gesagt Lehre für alle Orte, alle Zeiten, alle Situationen, wie kann denn ein politisches, herrschendes System oder Menschen, die in diesem agieren, Grenzen überschreiten? Zum einen Minderheiten oder Wahrheiten oder andere Aussagen, die das bestehende System in irgendeiner Form herausfordern oder kritisieren, lächerlich machen. Und so lesen wir im Koran, im Kontext der Geschichte Musas, alaihi salam, فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Und als er zu ihnen mit unseren Ayat, mit unseren Zeichen kam, sogleich lachten sie ihn aus. Und um an der Macht zu bleiben, wird die Idee einer Leitkultur verbreitet. قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. Diese Ayah, die habe ich im Grammatikunterricht in Ägypten als Beispiel dargelegt bekommen für das Dual in der arabischen Sprache. Ja, die arabische Sprache ist differenzierter. Es gibt nicht nur Einzahl und Mehrzahl, sondern dazwischen auch das Dual. Ja, und das ist ein Musterbeispiel für das Dual. Diese beiden, wurde gesagt über Musa und Harun, alayhima as-salam, diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise, Leitkultur in eckigen Klammern gesetzt, beseitigen wollen. Ja, das heißt, die Idee einer Minderheit wird kreiert, die die Leitkultur
der Gesellschaft abschaffen möchte und einen politischen Putsch plant. Ja? قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzubringen, worin wir unsere Vorväter gefunden haben? Ja, also die überlieferte Tradition, die in Gefahr gerät, beziehungsweise, dass man das so konstruiert. Oft ist zu beobachten, liebe Geschwister, und oft gibt dies, oft schafft dies, was ich gleich beschreiben werde, auch die Grundlage für einen klassischen Rassismus, so wie man ihn kennt, zumindest aus vorherigen Jahrzehnten. Oft arbeitet oft ist in einer Gesellschaft zu beobachten, dass die Menschen nach Einkommensklassen bewertet, hochgewertet und abgewertet werden. Das kann man mit dem Begriff Sozialrassismus wiedergeben und auch das ist zu beobachten im Musterbeispiel, in der Mustergeschichte Musas, alayhi as-salam. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. Und sie sagten, sollen wir zwei Leuten glauben, die so wie wir Menschen sind und ihr Volk ist dem unsrigen dienstbar? Ja? Das konnte man noch vielleicht ja, vor 30, 40 Jahren auch in Bezug auf die Muslime in Deutschland sagen. Heute wird das sehr, sehr schwierig, ja? Weil wenn wir operiert werden, dann werden wir von muslimischen Ärzten operiert und wir gehen zu muslimischen Rechtsanwälten und. Also, aber dieser Gedanke ist dennoch auch heute und auch hier in Deutschland teils verbreitet, ja, diese, oh, so, mit was wollen die uns eigentlich kommen? Die sind doch noch nicht so entwickelt wie wir, gesellschaftlich. Oder schaut euch mal deren Länder an. Und dann sucht man sich natürlich auch nur Beispiele aus von Ländern mit Wirtschaften oder mit Sozialstrukturen, die Deutschland nicht gleichkommen. Ja, also andere Länder, die weiterentwickelt sind, ja, und reicher sind und infrastrukturell weiterentwickelt sind, ja, also kernmuslimische Länder, die zieht man natürlich ja nicht zum Vergleich heran. Jetzt merke ich, ich habe ein Blatt vergessen, aber da werde ich aus dem Gedächtnis sprechen später. Ja? Das heißt, man teilt die Menschen ein und sagt, die sind die Unterschicht und die nehmen wir erst gar nicht ernst. Und bei all diesen Lektionen, liebe Geschwister, mögen auch wir immer darauf achten, was bedeutet das für uns als Personen und als Familien, wenn wir sozusagen politische Verantwortung tragen im Rahmen unseres Familienrates, im Rahmen unseres Freundeskreises, im Rahmen, ja, beispielsweise im Verein oder auf dem Bolzplatz oder in der Bibliothek, wo wir uns ja regelmäßig aufhalten. Wenn wir Entscheidungspotenzial haben, ja, sind wir auch übertretend? Wie gehen wir mit Minderheiten um? All das soll auch uns zum Nachdenken bringen. Stichwort Leitkultur auch in unseren Heimatländern. Und wir haben mehrere Heimaten als Menschen. Ja, wenn wir also von unseren Heimatländern sprechen, dann meinen wir das auch in der Mehrzahl. Ja, wir können aber auch sagen, die Heimatländer unserer Großväter und meinen, ja, weil hier ist unsere Heimat, hier sind wir geboren, hier sind wir aufgewachsen. Das ist auch korrekt, aber wir haben mehrere Heimaten, wir haben mehrere Länder, zu denen wir einen Bezug haben, als Universalisten, ja, als Muslime sind wir Weltenbürger per Religion, ja, Weltenbürger per Religion, per religiösem Bekenntnis. Und wir kennen die Einwanderungsgeschichte sehr vieler Muslime oder den Migrationshintergrund vieler Muslime in Deutschland und darauf aufbauend, ja, wenn wir sehen, dass in diesen Ländern ebenfalls nach dieselben Muster zu beobachten sind und es sind kernmuslimische Länder, dann kritisieren wir das genauso und sogar noch stärker, weil es bei uns natürlich nicht nur noch weniger zu suchen hat, sondern gar nichts zu suchen hat. Dafür sollte eigentlich gar keine Grundlage da sein. Aber davor warnt ja auch der Prophet Mohammed, weil er die Anfälligkeit des Menschen als Prophet
kannte. Ja, und ein, zwei Beispiele haben wir auch in der letzten Khutba behandelt, wo der Prophet Sallam die Impfung mitgab, ja, in Bezug auf Sozialrassismus, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf die Abstammung, ja, in Bezug auf den wirtschaftlichen Hintergrund derjenigen. Und es gibt ein Interesse, ja, dass man die Massen hinter sich bringt, weil die dann auch damit beschäftigt sind, mit diesen Mehrheiten, Minderheiten, Konflikten, anstatt nach besseren Lebensbedingungen zu fragen. Ja, also anstatt, dass man damit beschäftigt ist, zu sagen, wie können wir unsere Kindergärten verbessern und die Schulsysteme verbessern und die Wohnungssituation verbessern und das Wirtschaftssystem verbessern und die soziale Ungleichheit zu verringern, wenn nicht gar abzuschaffen. Anstatt, dass man mit wirklichen Problemen beschäftigt ist, dann denkt man, ja, die Aisha, die trägt ein Kopftuch und der Mann da, der will auf einmal auf der Arbeit beten und es geht auch gar nicht, wir haben zwar Pausen, aber die sind nur zum Rauchen da und ist man also mit solchen eigentlich nicht Problemen beschäftigt. Aber da man sich damit beschäftigt und es als Problem wahrnimmt, dann ist es auf einmal ein Problem. Ja, aber die Lebensbedingungen werden dadurch nicht besser, sondern schlechter, weil dadurch die politische Verantwortung weniger zur Rechenschaft gezogen wird. Ja? Und diese Aufwiegelung ist auch im Musterbeispiel vorzufinden. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلٌ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. Da sandte Pharaon in die Städte Boten, die die Leute versammelten. Diese sind für wahr eine kleine Schar, über die Muslime damals gesprochen, über Musa und seine Anhängerschaft. Dennoch lassen sie uns für wahr ergrimmen, aber wir sind alle wahrlich auf der Hut. Ja, dieses, wir sind alle wahrlich auf der Hut. Das können wir jetzt beobachten. Ja, einige Schüler bekommen das mit, wenn sie in der Schule dem Gebet nachgehen wollen. Ja, auf einmal, das ist ein Anzeichen für Radikalisierung. Oh, sie will ein Kopftuch nun tragen. Wir müssen da irgendwie pädagogische Konferenzen abhalten und Behörden einschalten. Und ja, diese Fälle sind bekannt. Sie sind uns bekannt. Sind auch der Gesellschaft bekannt. Ja, warum? Weil alle in diesen Modus der Bedrohung versetzt werden. Ja, oder dieser Versuch ist da und Interessen werden damit befördert. Das ist eine ewige Wahrheit, liebe Geschwister. Und das tut uns auch gut, das mal so aus der Vogelperspektive zu sehen, weil wir dann für uns auch keine unrealistischen Wünsche haben. Weil wir sagen, das ist Realität, das gehört zum Muslimsein dazu. Alhamdulillah. Je eher wir damit klarkommen, umso glücklicher werden wir leben und umso erfolgreicher werden wir auch in unseren Anliegen. Kommen wir zu der religiösen, spirituellen, geistigen Komponente, ja, die quasi auch eine Legitimierungsfunktion eingenommen hat, sie heute von Wissenschaftlern unter anderem, von Pseudowissenschaftlern vorgenommen wird. Kommen wir zu den Zauberern, ja, die damals, wie gesagt, diese spirituelle Elite dargestellt haben. Ja? Und dadurch auch dieses Unrechtssystem des Pharaos spirituell stärkten. Anstatt es herauszufordern, anstatt es zu verurteilen. Ja? Und auch das, liebe Geschwister, ist in einer Gesellschaft immer eine tragende Komponente. Ja? Auch das ist in einer Gesellschaft immer eine tragende Komponente. Das mag sein und das, wie gesagt, das trifft auf alle Gesellschaften zu und wir müssen immer den selbstkritischen Blick gleichzeitig haben, ja, weil wir ansonsten uns nicht weiterentwickeln. Wenn beispielsweise hohe Religionsgelehrte damals, als im Libanon Menschen angegriffen worden sind, gesagt haben, ja, die verdienen das, die sind Schiiten. So. Ja?
So, dir geht es nicht um das Unrecht, was dort verübt wird, und du legitimierst das mit der religiösen Konfession dort, ja? Verurteilen wir genauso. Ja? Das verurteilen wir genauso, weil wir einen Maßstab haben, und das ist die Gerechtigkeit, die für uns hochzuhalten ist, selbst wie Allah Ta'ala im Koran uns ermahnt, selbst wenn diese Gerechtigkeit gegen uns selbst spricht und gegen diejenigen, die wir lieben. Und selbst wenn diese Gerechtigkeit, wie Allah Ta'ala uns im Koran dazu ermahnt, für diejenigen spricht, mit denen wir ansonsten in einem, uns in einem Konflikt befinden. Ja? Das heißt, wenn heutzutage Pseudo- oder Wissenschaftler, in Wirklichkeit Pseudowissenschaftler, davon sprechen, ja, diese Kultur da, die ist irgendwie besonders anfällig, ne? Stichwort Köln, Silvester, ja, das ist ja alles importiert. Ja, so Frauenfeindlichkeit wurde nach Deutschland importiert. In das Land, wo 400.000 Prostituierte, die meisten wohl von ihnen im Rahmen einer Zwangsprostitution, täglich 1 Million Freier bedienen. Ja? Dieses Land hat Frauenfeindlichkeit importiert bekommen aus Nordafrika. Und wir kennen auch dieses hässliche, rassistische Wort Nafri und so weiter, was dann gebildet wurde. Ja? Und da gibt es Menschen, so, die sind promoviert, die können sich Professor nennen, die haben irgendwo eine Einstellung in der Universität und sagen, ja, lass uns mal drüber nachdenken. Ne? Aber dieselben Menschen, ja, wenn irgendwo ein Mob in Chemnitz unterwegs ist, da wird nicht mal kulturwissenschaftlich gearbeitet. Ja, woher kommt das denn her aus der deutschen Kultur? Nein. Warum? Weil sie sind einseitig unterwegs. Sie sind mit einer Tendenz unterwegs. Ja, in Bezug auf die Medien, ja, die gewisse Tendenzen haben, ja, das ist etwas, was in jeder Gesellschaft, liebe Geschwister, ja, ob es in einer kernmuslimischen Gesellschaft der Fall ist oder in einer Gesellschaft der Fall ist, wo Muslime nicht die Mehrheit stellen, ja, in jeder Gesellschaft muss man darauf achten, dass die Medien nicht Eliteninteressen nach vorne bringen. Entschuldigung. FB, OA oder 0, genau, FB, also Friedberg, OA oder 0A, 724 muss rausfahren. Ganz wichtig. Wir gucken auch nicht, wer jetzt aufsteht. Ja? Er kommt aus Friedberg, der kennt Frankfurt nicht, der ist zum ersten Mal hier. Wir suchen 70 Entschuldigungen für unseren Bruder oder für unsere Schwester. Ja? Auch Frauen fahren Auto, ja. Genau, also FB bitte rausfahren. Wo ist der rote Faden? Also auch Medien haben eine gewisse Tendenz. Und in der Geschichte von Musa, alayhi assalam, wo ist der Beleg aus dem Koran dafür? Ja. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Und es wurde zu den Menschen gesagt, versammelt ihr euch, damit, wenn die Zauberer gewinnen, wenn sie gewinnen, ja, dass sie mit ihnen sozusagen feiern. Ja? Da ging es nicht um eine neutrale Fragestellung. Wollen wir uns versammeln, um zu schauen, wer recht hat, Musa oder unsere Zauberer, um dann nachzudenken, welchen Weg wir einschlagen, ja? Sondern man hat schon eine Promotion. Man hat schon einen Favoriten, man hat schon einen Star, man hat schon Gefühle, man erlebt ja schon Glücksgefühle und man nimmt, keine Ahnung, eine Fahne mit zum Zelebrieren, wie wir das, wie gesagt, beispielsweise aus Fußballspielen kennen. Ja? Man nimmt also keine neutrale, objektive Funktion ein. Ja? Man berichtet einseitig, ja? Wo wurde für Musa alayhi salam seitens der damaligen Presse gesorgt, dass er seine Sicht der Dinge darstellen kann. Das heißt, quantitativ war der Apparat nicht zugunsten Musas, der mediale Apparat, eingestellt und qualitativ, ja, gab es bereits eine Wertung gegen Musa. Ja, und das ist, wie gesagt, das kann in allen Gesellschaften der Fall sein und wir können auf unsere Situation hinschauen, trifft es zu und wenn es zutrifft, bis zu welchem Grad trifft dies zu, aber wir sollten als Muslime von diesem, ja, ewigen Buch profitieren und sehen, wie läuft das Spiel? Wie läuft dieses Leben? Wie hat Allah Ta'ala diese Erde erschaffen? Nach welchen Grundsätzen läuft zwischenmenschliches Zusammenleben ab? Ja, leider muss ich aus dem Gedächtnis sprechen.
Ihr könnt später nachgoogeln. Als vor 2 Jahren in Sachsen-Anhalt, in Dessau, ein Paar, also eine Frau und ein Mann, ich glaube so um die 19, 20 waren beide gewesen, also erwachsen. Ja, also konnten Auto fahren ohne Beifahrer. Ja? Autochton deutscher Herkunft. Sie lockten eine Studentin in ihre Wohnung. Das war alles vor 2 Jahren in Sachsen-Anhalt. Wahrscheinlich den meisten wird euch das neu sein. Sie lockten eine Studentin mit chinesischem Hintergrund, Migrationshintergrund, ihr wisst schon, was ich meine, ja, in die Wohnung, vergewaltigten sie, folterten sie und töteten sie. Das war vor 2 Jahren hier in Deutschland der Fall gewesen. Den meisten ist das nicht bekannt. Den meisten ist der Name des Opfers auch nicht bekannt. Ja, ich selbst muss leider auch hier ablesen, weil dieser Name hat sich nicht eingeprägt. Und die Namen der Täter haben sich auch nicht eingeprägt. Und überhaupt der ganze Fall hat sich nicht eingeprägt in die Gesellschaftsgeschichte Deutschlands. Köln hat sich eingeprägt, ja. Ali B. und Susanna aus Mainz, ihr wisst schon, hat sich eingeprägt. Was jetzt in Chemnitz passiert, hat sich eingeprägt, aber das prägt sich nicht ein. Und es ist ein sehr interessanter Fall. Weil Mutter und Stiefvater vom Täter, ja, der übrigens zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, Alhamdulillah, ja, die arbeiten dort in der örtlichen Polizei. Und wenn ihr den Fall nachlest, werdet ihr sehen, da gibt es bedenkliche Positionen, die die Staatsanwaltschaft eingenommen hat und die das Justizministerium eingenommen hat. Und der Vorwurf liegt auf dem Tisch, und zwar mit Zeugenaussagen. Eine Polizistin sagt, dass Mutter und Stiefvater mit Tüten einen Tag nach der Tat oder 2 Tage nach der Tat aus der Wohnung, aus dem Tatort herausgegangen sind, um Beweise mitzunehmen. Ja, und die leugnen das und etc. Ja, das heißt, der Fall dient keinen Interessen oder nicht den richtigen Interessen, um genauso prägend zu sein, gesellschaftsbewegend zu sein, wie der Fall Susanna B. Ja, und das tut uns natürlich weh. Nicht, dass man, wir werden hier kein Opfer gegen das andere in irgendeiner Form ausspielen. Aber wir wollen einen gerechten Maßstab. Wir wollen einen gerechten Maßstab, nicht mehrere Maßstäbe. Aber wir lernen aus der Geschichte Musas, wir werden damit umgehen müssen, dass dieser Maßstab nicht immer eingehalten wird. Was nicht heißt, dass wir darüber schweigen, ganz im Gegenteil. Sondern wir suchen immer die Stellen, wo der Maßstab nicht eingehalten wird. Und sei es, dass es gegen uns selbst geht, und sei es, liebe Geschwister, dass es gegen Geliebte geht, oder sei es, dass es für denjenigen spricht, mit dem wir eigentlich in einem Konflikt stehen. Ja, es gibt eine Studie, die ist in Amerika angefertigt worden, Georgia State University und University of Alabama. Ja, die haben nachgewiesen, dass wenn der Terrorist einen muslimischen Hintergrund hat, diese Tat 3,5-fach mehr Verbreitung in den Medien findet, als wenn er keinen muslimischen Hintergrund hat. Und eine andere Studie besagte, dass der Faktor, um den dies multipliziert wird, 4,5 ist. Ja? Ja, Allah, warum geht die so immer so schnell? Subhanallah. Das schaffen wir noch. Ich möchte über uns sprechen. Auch wir sind in Gefahr, liebe Geschwister. Auch wir haben in der Geschichte Musas eine beispielhafte Rolle, die wir zu untersuchen haben, daraufhin, ob sie auf uns zutrifft. Ja? Qarun, der die Wirtschaftsmacht symbolisiert, personifiziert. Er war aus dem Volk Musas. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Er war aus dem Volke Musas, Qarun, aber er übte Unrecht ihnen gegenüber aus. Welches Unrecht? Weil er prangerte nicht an die Unterdrückung dieses Volkes, sondern er nahm eine Kronzeugenfunktion ein. Ja? Er sagte, ich bin reich wegen dem Wissen, was ich habe. Auch sie hätten sich das Wissen aneignen können. Ja? Und so wie ich werden können. Aber sie sind irgendwie schlecht. Und dann die Mehrheitsgesellschaft damals, seht ihr, wir sind nicht rassistisch. Wir sind nicht sozial rassistisch. Wir sind nicht unterdrückerisch. Schaut doch,
Wir haben hier einen reichen Israeliten. Ja? Und so wird auch auf heute auf einige Muslime verwiesen. Ja, sie sind das Feigenblatt dann. Ja, schaut doch, wir sind doch nicht. Ja? Oder auch auf andere Menschen, ja, die andere Schwierigkeiten haben, die aufgrund von anderen Aspekten diskriminiert werden. Menschen mit Behinderung, schwarze Menschen, Menschen auch aus anderen eingewanderten, also später eingewanderten Kulturen, denen es auch so geht. Frauen, ja, die immer noch großen Diskriminierungen ausgesetzt sind, unabhängig, ja, von vermeintlichen Muslimen, die daran irgendeinen Anteil haben. Ja? Die Eile, die ist Subhanallah. Ja? Und was passierte? Ein Teil des Volkes Musas himmelte Qarun an. Ah, hätten wir doch nur das, was er hat. Ja? Hätten wir doch nur das, was er hat. Und es gab auch im Volke Musas die Rede von einigen, ja, dass die Religion an deren Lage schuld ist. Ja? قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا. Sie sagten, uns ist Leid zugefügt worden, bevor du zu uns kamst und nachdem du zu uns gekommen bist. Ja, im Sinne von, sie gaben Musa die Schuld, sie gaben der Religion die Schuld, sie gaben ihrem Schöpfer die Schuld für ihre missliche Lage. Subhanallah. Und einigen Muslimen geht das heutzutage auch so. Subhanallah. Sie sagen, ja, mit dem Gebet kommen wir nicht weiter. So, das unterbricht uns zu oft im Rahmen unserer Tätigkeiten. Ja, wir wollen weniger beten, wir wollen weniger fasten, wir wollen weniger erkenntlich sein in der Gesellschaft. Ah, weil sie, keine Ahnung, Kopftuch trägt, deswegen hat sie diese und jene Stelle nicht bekommen. Und weil er bei der Arbeit um einen Gebetsplatz bat, hat er den Job nicht bekommen oder die Beförderung oder so. Ja. Und subhanallah, wir werden schwach. Warum? Weil in unserem Herzen das ist, ja, yuriduna hayata dunya. Wir wollen die Dunya. Aber wir sollen als Muslime einfach wissen, wir werden unser gefühltes Potenzial möglicherweise nicht immer jederzeit entfalten können, weil wir alhamdulillah eine Religion haben, die uns sowieso mehr gibt als alles, was im Universum zusammengetragen werden kann. Ja? Wenn ein Kaepernick, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, ja, bereit ist, seinen Job und Millionen und was weiß ich alles zu lassen, weil er sagt, ich stehe auf gegen Polizeigewalt in diesem Land und ich setze ein Zeichen vor jedem Footballspiel, indem ich während der Nationalhymne auf ein Knie heruntergehe. Ja? Subhanallah, Mut, Mashallah, ich will mir auch so ein Trikot holen, Kaepernick, und durch die Gegend hier laufen, weil ich sage, das ist Mashallah, er hat Rückgrat, Mashallah. Ja, und dieser Werbespot, gut, wir sind keine Fans von irgendwelchen Turnschuhmarken oder so, ja, aber dieser Werbespot, ja, steh für etwas ein, selbst wenn es bedeutet, dass du alles verlierst. Der ist jetzt arbeitslos, also hat keinen Arbeitgeber, weil kein Team es mit den Medien aufnehmen möchte, weil sie von den Medien auch umhergetrieben werden. Ja, wenn wir jetzt den mit ins Team nehmen, ja, dann heißt es, wir haben einen einen Nicht-Patrioten in unserem Team, dagegen Amerika und so weiter. Sowohl das alles, ja, ich will jetzt kein amerikanisches Wort verwenden, aber es ist alles Quatsch. Ja? Alhamdulillah, wir sollen stolz durch, nicht überheblich, aber dieser Stolz aus Dankbarkeit heraus, den sollen wir in unserem Herzen tragen, demütig auch den Menschen gegenüber, selbstkritisch auch den uns und den Mitmenschen gegenüber und wissen, ja, Alhamdulillah, als Muslim werde ich vielleicht nicht alles erreichen, von dem ich meinte, dass ich es erreicht hätte. Ja? Aber es ist okay so. Alhamdulillah, das ist sowieso nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist hier, Muslim zu sein, selbst wenn es mich weltlich an Einschnitten kostet. Der Moment, dass wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten, ist nun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, übrigens macht Bittgebete für unseren Bruder Mohsin, der Hajj gemacht hat, Alhamdulillah, der heute normalerweise hier gestanden hätte und eine große Bereicherung für uns alle gewesen wäre. Macht bitte Dua für ihn, er ist etwas angeschlagen und hat viele Termine absagen müssen, dass er uns dann bald wieder beehrt.